Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Depp. Und weiter geht's mit Rage 2 Story. Nachdem wir jetzt schon den Anfang einmal durchgespielt hatten, das Intro, begeben wir uns jetzt hinaus ins Wasteland und lassen uns doch mal gemeinsam reinschauen, wie es so laufen wird. Wenn das Video euch gefallen sollte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und lasst ein Abo da, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und jetzt geht's los. Raus hier, wa? Lass uns doch mal reinschnücken, stückern hier. So. Muss ich ja mit der. Wie hieß denn die Lilly oder wie die hieß? Quatschen? Lilly, ja. Machen wir nicht gut. Lilly. Man sollte auch den Zombie einschalten, ne? Welcome to the Project Screen. Here you are able to purchase projects using Project Points. That you have earned. Projects give a large variety of benefits. At the moment you only have access to Lily's basic projects. So let's head over there. Okay, basic. Alles neue Sperrt, wie kann ich den kaufen? Ja. Okay. The first project that you can purchase unlocks the vehicles menu. It will also reward you with your very own combat vehicle, the Phoenix. Vehicles menu gives access to vehicle upgrades and allows you to call in a vehicle whenever you need one. Go ahead and purchase it now by selecting it. Holding F. Hammer. Fantastic. You have unlocked the vehicles. Menu. It can be accessed through the menu. Press tabulator to unlock more objects. Projects gain project points by completing locations and activities in the wastelands. Okay. To go. There are more projects here that would benefit the two of us. You need to beef yourself up. I gotta head out. Mr. Miner here. Welcome to the Wasteland. You can use a map. Locate track things you can do in the open world. As you explore more things you can do will be added to the map. Tracking a location on the map will track it with your GPS. The GPS shows you the fastest route there while driving. There are unlocked missions and arcs you can track now in the map. Erstmal rein hier. Well, look at you. A fresh ranger. I'm Phoenix. I know I look good, but I drive better. Let's you and me go for a spin. So, gibt's hier irgendwas, was ich da markieren kann? Ark, lass doch mal dahin fahren. Ist auf jeden Fall viel zu entdecken. Ich sehe schon, die Karte ist schon groß. Das ist ein Fragezeichen. Das ist ein bisschen Ionen. Ui. Ah, okay. Bin hier von der Route gekommen anscheinend. Wollen wir noch mal sehen. I got eyeballs on a roadblock. It's man-made. Man-made roadblocks. Road shockers are trade correlation roadblocks that have taking over! Clear the outpost and raise the blockers. Okay. An ambush. Yep. You should see if you can clear that clog up. Nice. Nur heraus hier. Was war denn jetzt geschlagen, Mensch? F, ne? Ja.
Its blocking days are over. Okay, you've earned footage points. All clear. Yeah, the Coalition's gonna love that. Okay, ich denke mal, das war einfach nur ziemlich einfach, weil es die erste ist, kennenlernen. Ich würde nicht behaupten, dass die nächsten auch so einfach sind. Okay. Das ist eine Geschichte auf jeden Fall. Hier geht's anscheinend ganz schön ab. Was ist denn hier für ein Scheiß? So, there's a big tower just standing here. It's got authority written all over it. Sounds like a sentry tower. Leftovers from the war. Usually they will fire at anything that comes too close, so be careful if you're gonna go for it. Wo steht der Tower? Das da, Authority Sentry. Ja, ich geh erstmal zum Ark. Wir fahren auch verbündete Fahrzeuge rum? Ja gut. Was der da macht. Also finde ich cool. Hat was. Gibt dem Spiel ein bisschen mehr Atmosphäre, ne? Aber sie schafft, ja? Ne Quatsch. Euro war das ja, ne? Nicke mal. Wie spannend war die gestern, als ich zwei Schalte für die Fähigkeit. Na, was kommt jetzt? You have successfully installed ID accession shatter. The shatter accession is a forward lunge that unleashes a powerful kinetic force capable of stripping armor and displacing enemies and objects. Und F, okay. Shatter to strip the target's armor. Okay.
Ist einfach lustig, hat aber was. You have successfully completed your Shatter Accession Training. Dann gehen wir in der Nähe, scheint da auch auf ihn zuzuächten. Hey, that arc was brimming with some amazing gear. Yeah, I know. I'm pretty jealous right now, so keep a lid on it, will ya? We upgrade to upgrade your abilities and weapons. You can find mana thread boosters. Mann, oh Mann. Okay. Also das Spiel kann gut abgehen auf jeden Fall. Hier haben wir den Roadblock. Da ist noch was, was ich finden kann. Authority Sentry. Ich kann mich wahrscheinlich erstmal nur hier aufhalten, ne? Lass doch mal dahin fahren. We're here, Spore. Weapon overheated. What's that? Front using focus. Need some shut eye. Hui. Initiate manual repairs at the front. Ich dachte, da kommt erstmal ein Laser auf mich, damit ich was an der Schieße habe ich gesehen. Ui. Okay. Ah.
Weapon overheated. Safe mode engaged. Ja, das ist auch schon. Manual repairs needed. Bin da gesprungen? Nein! Okay, den können wir erstmal noch rausfinden hier. Systems regenerating. So, Auto ist wieder heile. Okay, jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Wir müssen dann einfach nochmal in den Lagerausgang reingehen. Da lag eine ganze Menge rum. Gibt es hier aber auch noch was zu finden? Ja? Nee. Mal nach Upgrades gucken jetzt hier. Wo waren das? Vehicles. Can't call in. Change skin. Okay, cool. Upgrades. Safe mode. Last. Der sieht nice aus. Cruise Missile. Ui. Lol. Enforced Chassis. 20 Milligramm. Wieder. Okay, dann brauche ich noch viel mehr Punkte für auf jeden Fall. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ordentlich Materialien. Geschrien. Das sind wir uns abgeholt auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Was ist denn das hier? Ballon? Komm mal hin. Der geht immer mehr auf. Ach, du Heilige. Hol ich mir. Noch einer hier. Ach, das ist ein Kumpel. Gehen wir mal da hin. Wo ist der Ballon hin? Was ist los hier, öfter? Backstraßenverkehr hier. Destination reached. One more for the logs. By drone war das, okay. Trader Vending Machine, okay. Winning Machines. Run by members of the Trade Coalition. These act as shops from which you can open. Only buy from. Oh, okay.
sentient life form approaches. Okay. Die nicht, oder was, ja? So viel größer, und kann ich die mitnehmen? Explosiv-Compound. Okay, nice. Okay. Ja gut, ne? Los. So, wohin ins nächstes? Nächste Secret Location. Muss da mal einfach. Da gibt auf jeden Fall viel zu entdecken. Na, was jetzt hier? Macht aber mal halblang. Energy shields detected. Try alternative weapon. Please, help! I can't outrun anyone in this rush. Not only is a Phoenix great driver, but it's deadly as well. Press. Yeah, there's so much wood to catch. And tap. Aha. Können wir wechseln? Wenn ich es hab, ne? Gleich nicht probieren, weil der hat Schild, da komme ich nicht durch. Da muss ich erst mehr Sachen freischalten für. Aber an sich ist das cool, warum wir diesen Fahrzeug komplett. Coming up on a hostile outpost here. I'm telling you, the trade call. When the dense are strongholds filled with enemies, element all enemies. Ja, na, immer doch. Die haben aber richtig dicke Fahrzeuge hier. Wer ruft hier? Boomstick.
Nicht sagen, dass das Spiel in Action geladen ist, ne? Das ist schon, irgendwas übersehen, irgendwas Gutes. Also das Spiel hat auf jeden Fall schon... Ich bin ja schock, wenn sie verfahren, wenn man das... Bumerang verloren, ne? Kann das sein? Eine Bumerangs. Chargen. Das ist extrem cool, wie ist meine Zunge? Chest, okay. Weapon upgrades, okay, geil. Arc chest. Arc chest always contain valuable loot used to upgrade your nothing for the upgrades, okay. Jetzt irgendwie einen Boss von denen, oder was? Wo hängt hier denn noch einer von denen? Oh, ne? Wer brüllt hier denn noch so? Ja, aber auch, oder? Dass hier irgendwie noch rumbrüllt? Nice. Ja, doch irgendwo was. Wo seid ihr? Kommt raus. Zeigt euch. Da sind die vor den Gates.
Nö. Verstecken die sich? Hätte da noch irgendwer rumgebrüllt? Das ist ja jetzt nervig. Suchen wir den letzten Gegner hier oder was? Ah, guck mal an. So, das war's dann jetzt auch schon mit Part 2 zu Rage 2. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben ein paar Festungen auseinandergelegt, ein paar Banden zerlegt. Und ja, mit ein paar neuen Fähigkeiten auf jeden Fall auch noch freigeschalten. Ich lasse mich überraschen, was denn in Zukunft noch auf mich zukommt. Wenn ihr auch nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst gerne auch ein Like da und haut mir gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Was haltet ihr vom Rage 2? Findet ihr es ein gutes Game? Noch nie gespielt? Interessiert euch nicht? Was auch immer. Lasst es mich wissen, lasst uns kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao mit V. Danke fürs Einschalten.